wie heute schon mal erzählt habe oder so. Also heute ist Montag, der 19.10. Meine Oma hat heute Geburtstag und deswegen fahre ich mit meinem Papa da jetzt nochmal hin. Gratuliere. Alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Mach alles, was du selber wünschst. Ja. Ich wünsche mir, dass ihr alle gesund bleibt. Ne, Mario? Wir geben unser Bestes. Glückwunsch, alles gut. Ihr Pech eben, nur. Ja. Das kenne ich alles. Na jo, ja. Prost, Karchen. Ja. Ich habe die Enten immer bloß, aber das ist ja dann auch nicht so fein. Ne? Nee. Noch schaffe ich es, und wenn ich merke, ich schaffe es nicht mehr, dann lasse ich es sind. Ja. Aber noch habe ich mir eine Freude daran. Ja, ich bin so auch nicht mehr. Wir sind mal in der Blaubeeren gewesen, nach Steinhöfe sind wir da mal gelaufen. Und wir hatten eine rotbunte Kuh und wenn die wurde von der Weide, haben wir sie am Apfelbaum bei Klausen da angebunden, dann wurde sie gemolken und dann musste ich mit Milch nach Linz gehen zum Durchdrehen. Und wo wir vom Blaubeeren kamen, bin ich im Laufen eingeschlafen und die Milch ausgekippt. Ah, da habe ich auch was gehört. Aber du lauf mal hin und zurück die Strecke nach Steinhöfe. Das war ja noch nicht Steinhöfe, das war ja noch eine. Ja, aber mein Kind da hinten. Ein da war bei uns. Die Messe bei Kenners war. Da, die hatten ja auch eine Kuh, da waren ja die kleinen Zwillinge gerade damals, die, ach ja, ja, die waren da damals so klein, wo ich da hinkam, waren 3 Wochen alt oder so. Und jedenfalls, ich hatte ja vorher auch keine Kuh gemelkt, aber da habe ich ja nur schon eine ganze Zeit gemolken. Und dann hier, weiß ich nicht, ob ich gekniffen habe oder was, die hat nie mit dem Fuß, haut mir in den Eimer und die Milch. Ich bin nicht an die gegangen, ich bin in den Kuhstall sitzen geblieben. Dann kam Frau Ulrich, die Oma von, das ist die Mutter von Frau Keller, und sie sagt, Erika, was ist denn, du kommst ja überhaupt nicht, ja, die Kuh hat mir die Milch ausgeschlagen, ne? Dann sagst du, hast du so viel noch drin, dass das für die Mädels noch reicht, ne? Ich sage, na, vielleicht kann ich noch mal, habe ich dir noch mal gestrippt und da haben wir auch so viel zusammengekriegt, dass das darüber für die Mädels gereicht hat. Aber ich wäre nicht hingegangen, wenn die nicht gekommen wäre, so eine Angst hatte ich auch, ne? Aber die war so human, die Oma, die war ja ganz lieb, ne? Nee, Lucy konnte nicht mehr hängen, hat doch nicht, hier, das bloß nicht, dann müssen wir immer morgen essen. Ja, ja. Zu spielen haben wir ja auch immer. Ja. Aber jetzt haben sie nur das Handy in der Hand. Ja. Nur das Handy. Ja, siehst du, Marik, was ich hier alles hörst von den alten Weiber. Und hier, da haben wir viel in der Kuh. Wenn dann die Zeit so war mit Äpfel und Birnen, die Jungs sind dann losgezogen und haben Äpfel und Birnen geklaut, ne? Ach, war das schön. Aber die geklaute Birnen haben wir besser geschmeckt. Die haben viel besser geschmeckt. Aber Karlchen, da waren nur die Perjamotten an da oben bei Bengtsen. Sind ja noch. Wir waren da mal. Wir waren kein großer, bloß wir klein waren. Die Bäume sind da. Aber glücklich, ich habe gedacht, die Dora frisst uns auf. Denn ist ja, Herr Dora gekommen und hat er gesagt, lässt du die Kinder ein paar Birnen aufsammeln. Die hat hier Braten mal runter. Die war schon mal so. Du, dann hat er sie genommen, weg, und hat sie hochgemacht und hat sie gesagt, sag, dass die Kinder sich Birnen können aufsammeln. Ja. Das ich mir und dann da hinter Klausen war da so Kugelgarten noch. Ja, das ist doch Doras. Hat der Mann, die hat Doras gehört. Da hat er aber auch einen schönen Goldpermin. Und dann war auch da so ein schöner Hasenkopf. Ich hatte ihn abend der RWB an und da war einer so ein. Da ging ach so, der die Sorten eigentlich. Ja, ne? Und da hat er auch gesprochen. Von Hasenkopf hat er gesprochen. Und hier diese, wo wir Bossköpfe haben. Das ist kein alter Bosskopf. Der Bosskopf war früher so mehr gräulich und grobe Schale hatte, der hat er gesagt. Und heute ist alles schon gezüchtet, so groß und so fein, gläsig. Ja, er hat Müsserbrillen, der hat noch einen richtigen Bosskopf gehabt. Das ist alles schon in die Jahre gerissen. Wir reden ja genug. Viel spannender zu hören. Den kriegen wir ab, haben sie gesagt. Die haben sich gar nicht gesehen, so eine eingefahren. Und dann hat du die so oft gesagt, das war so ein Sturm, die Bäume haben gewackelt und die Luna ist nicht gefallen. Nee. Alle Bäume sind. Und hat dann abgeklebt? Ja. Nee, aber nächsten Nachher, dann da oben noch nicht, aber nächsten Nachher ist da umlegen, weißt du? Na, jedenfalls, ich und Frau Spann eine Angst. Wisst ihr, die Kinder haben schon geschlafen, ich rum nach Frau Spann. Mann, da war ja Gottschalk noch in der dann ging ja da ran. Ja. Na, jedenfalls, so, ich bin vorher da durchgegangen, durch hier vorne im Haus drin, wisst ihr. Nachher zurück bin ich so rumgegangen. Ich denke, ich kicke nicht richtig. Da steht, die Sägen stehen am Zaun, die Äxte stehen am Zaun, die Fahrräder. Und Willi und Karin saßen in der Kneipe und wir beide haben es verrückt gemacht. Thank you.
Wisst ihr, ob noch was verloren wurde? Vielleicht spintelt aber auch, sie hat laufend die, oder auf die klingelt und wenn sie dann ran ist oder vorher schon hat, war aber wieder weg. Aber Arbeit auch, zwei Mal. Haben wir gesehen, wer dran ist? Ja, das war bei ihr heute auch ein paar Mal. Schluss war der Ketz, war das Video vom 16. gerne noch fertig geschnitten. Aber ich hab keinen Bock mehr. Schneide ich morgen Vormittag zu Ende. Gut. Wieder ein sehr langweiliger Tag, aber das Wetter ist leider nicht sehr gut. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Aufpassen, nicht übermalen. Ja,